Was ist die Massephase? Die Massephase ist die Phase, in der du einen Kalorienüberschuss hast, sprich mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst. Das Ganze bringt dir mehr Energie, die dein Körper benutzen kann, um Muskelmasse aufzubauen. Das Ganze wird normalerweise in Verbindung mit einer Defi-Phase betrieben. Was die Defi-Phase ist, ist ein ganz anderes Video. Aber der Vorteil von der Massephase ist, dass du mehr Energie hast, mehr Muskelmasse aufbauen kannst. Dein Körper kann ja nicht, wenn er zu wenig Kalorien hat, Muskelmasse aufbauen. Du wirst aber merken, dass du nicht unbedingt definiert bist in der Massephase. Sprich, du wirst Körperfett aufbauen. Aber das ist ganz normal. Du sollst dich ja darauf fokussieren, Muskelmasse aufzubauen und die danach wieder abzutrainieren. Wo wir dann zu der Defi-Phase kommen. Defi-Phase, Video ist hier verlinkt. Aber nur weil du die Fettmasse hinterher in der Defi-Phase wieder abtrainierst, heißt es nicht, dass du in der Massephase so viel fressen kannst, wie du willst. Du willst schon noch darauf achten, dass du hauptsächlich Muskelmasse aufbaust und nicht nur Fett. Sprich, geh ein bisschen in Kalorienüberschuss, aber übertreib's nicht. Ich hoffe, es war hilfreich. Wenn es hilfreich war, Daumen nach oben. Wenn es scheiße war, Daumen nach unten. Wenn dich Defi-Phase interessiert, Video ist verlinkt. Hau rein.